Läuft das Ding? Ja gut. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Chaos-Vlog. Ich hoffe, das klappt jetzt hier alles so. Ich habe gerade nach langer Zeit mal wieder meine Vlogging-Kamera rausgeholt und wir werden heute zum Nürburgring fahren. Ey Leute, falls ihr euch jetzt direkt fragt, was macht Palette auf dem Nürburgring? Ich wurde eingeladen von Forza Motorsport, das ab sofort im Xbox Game Pass am Start ist, für die Xbox Series X und S, Windows PC, Steam, auch in der Cloud. Ey, alles Wichtige ist in der Videobeschreibung verlinkt. Weiter geht's. Ich muss jetzt gleich noch meinen Koffer packen. Soll ich Mega-Mini-Paluten mitnehmen? Es könnte ein bisschen eng werden. Ich glaube, ich werde einfach Weihnachts-Mini-Paluten mitnehmen. Der passt deutlich besser in meinen Koffer. Weihnachts-Mini-Paluten, bist du bereit für den Nürburgring? Ja! Moment mal. Das ist ja gar nicht der Weihnachtsmann. Schnell wieder den Bart da drüber. Ach, komm mit, Junge. Hier habe ich schon ganz professionell meine Sachen gepackt. Guck mal hier. Zack. Socken, eine Mütze. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ein paar andere YouTuber sollen auch am Start sein. Und ich schlafe in einem Hotel. Wann habe ich das letzte Mal in einem Hotel geschlafen? Letztes Jahr auf der Gamescom. Ja. Ich bin im Grunde genommen auch nur einen einzigen Tag weg. Weil mehr Zeit, also bei Paletto mit dem Hausbau, mehr Zeit geht gerade nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder im Hotel Nürburgring. Heilige Kokosnuss, bleibt zu Hause und hält die Stellung. Und da sind wir auch schon am Nürburgring. Ey Leute, ich bin völlig zerstört. Ich bin hier gerade im Hotel. Es ist 7:01 Uhr. Ich habe richtig schlecht geschlafen. Ich bin so nervös, Leute. Ich habe angeblich 4 Stunden 58 geschlafen. Qualität schlecht. Oh Mann, Alter. Kleine Roomtour am Start. Das ist meine Toilette. Hier habe ich schon 2 bis 3 Mal gepinkelt. Ah, stimmt. Dich habe ich ja vergessen. Weihnachts-Mini-Paluten, Alter. Es tut mir leid. Komm mit, Junge, Alter. Du bist heute mein Glücksbringer. Ich fahre heute Porsche. Der ist hier. Ah, nee, warte, der ist da. Ich brauche eine Mütze. Es tut mir leid. Ja, ich weiß, ich muss mir nochmal die Haare schneiden. Ja, ich mache das immer noch selbst. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, yo, was ist, warum bist du Nürburgring? Porsche fahren? Digi, was ist los? Auf jeden Fall bin ich zu einem Event von Forza Motorsport eingeladen. Mit verschiedenen YouTubern. Und ich lerne, wie man Auto fährt. Weil ich bin kein sonderlich guter Autofahrer. Ich trete, glaube ich, gegen 8. Nee. 8. Gegen 3 andere YouTuber an. Ey, mein Ziel ist es einfach nicht drauf zu gehen. Und vielleicht lerne ich noch mal ein bisschen was. Ich muss jetzt eigentlich auch noch mal duschen gehen. Dusche ist ganz geil. Also habe ich euch das... Gab schon eine geile, saftige Roomtour. Das, hier habe ich geschlafen. Das wird... Oh Gott, das kann was werden. Ja, ey, wir sehen uns beim Frühstück. Ich habe jetzt gefrühstückt. Hier sind super viele Leute. Ich bin ein bisschen schüchtern und ein bisschen überwältigt. Und da sind auch so richtig... Da sind Kameramänner und alles. Gleich steigen wir ins Auto. Ich habe echt ein bisschen Respekt. Ich war hier schon mal. Ich war hier mit Peter. Da sind wir auch ein bisschen über den Nürburgring geballert. Geballert ist relativ. Peter ist gefahren, ich saß daneben. Und wir sind so in Kolonne gefahren, die mich in so ein Auto lassen. Das ist verrückt. Oh, jetzt schön auf der Couch. Jetzt ein bisschen Forza Motorsport. Ich habe meinen Koffer schon ins Auto gepackt, aber Mini-Paluten. Mini-Paluten habe ich dabei. Ich habe gerade auch schon Dave kennengelernt. Kennt ihr Dave? Der hat mal bei Seven vs. Wild mitgemacht. Ich habe mal so ein Video gesehen, da wurde Dave der deutsche Mr. Beast genannt. Ich glaube, der kann auch gut Auto fahren. Mu ist auch dabei. Und Peter, das sind meine Gegner. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Guck mal, andere Leute haben solche tollen Kameramänner. Paletto hat wieder was falsch gemacht. Du musst mal ausschalten. Das ist Peter. Peter hat auch einen Kameramann. Das Mu, hallo. So, das ist auch Dave. Dave ist ganz krass gekleidet. Tut mir leid, falls ich heute ein bisschen Quatsch labe. Ich bin echt nervös. Ich will ein bisschen... Wir kriegen jetzt Helme. Wenn ihr jetzt die Helme ausprobiert, der soll schon so ein bisschen festsitzen. Natürlich soll der jetzt nicht so festsitzen, dass ihr Kopfschmerzen bekommt. Aber wenn ihr den Kopf so ein bisschen schüttelt, dann soll der sich eigentlich nicht großartig... Das ist dann zu groß. Dich mal. Ich glaube, dass der eine hinten... Das geht eigentlich gar nicht. Das geht. Ja. Okay, finde ich gut. Probier noch nicht das Ding aufgezogen. Sieht ein bisschen falsch aus. Ach, perfekt. Ich habe jetzt meinen eigenen Rennanzug bekommen. Na, ob man was drunter lässt. Ich guck einfach, was Dave macht. Oh. Ja, ich zieh mich jetzt aus. Ja, warte. Ja, ich habe nicht ganz mitbekommen. Muss ich meine Hose jetzt ausziehen, um da reinzugehen? Lass mal an. Lass an. Ja, okay. Zum Schutz aller Beteiligten. Okay. Ich hätte sie sonst ausgezogen. Ich
bin bereit, Rennen zu gewinnen. Leute, gleich geht's ab. Um das ganz kurz mal zusammenzufassen. Ich werde jetzt gleich hier vorne in einen von den vier Porsche steigen. Und dann gibt's so ein bisschen Training, weißt du, Palermo Bremspunkt, wie fährt man geradeaus. Und Alter, ich habe ein bisschen Respekt davor. Weil, ja gut, ich, wie jeder andere fahre ich im ganz normalen Straßenverkehr. Jetzt werde ich hier so ein bisschen ballern, Alter. Rode, da wo Dave jetzt steht, das ist Palermo. Alter, Leute, ich sitze jetzt hier gerade in einem Porsche, ich muss das mit dem Handy machen. Das ist absolut krass. Oh, mein Fahrlehrer ist da. Ich muss kurz, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Ich stehe jetzt hier gerade mitten auf der Piste, Alter. Hiermit wird jetzt gleich schön rumgeballert. Ich hoffe, dass mit den GoPros das klappt alles. Ich sag euch, meine Hände sind ein bisschen am Zittern. Du darfst dich einmal ganz kurz vorstellen. Achso. Hallo, ich bin Maxi. Ich bin heute der Fahrlehrer für Palou. Maxi ist geisteskrank. Der fährt hier um das Ding. Das, gönn mal rein, Maxi. Jetzt mach mal Stulle, Alter. Alter. Ich glaube, wir sollen wir ihn nicht halten. Was jetzt? Wir wollen nicht. Ja. So, wir wechseln jetzt mal. Ja. Ich setze mich mal daneben. Ja. Oh. Alter, also jetzt mal kurzer Real Talk. Das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben oder so, aber Alter, mir ist echt ein bisschen schlecht. Das war krass. Das kommt wahrscheinlich auf Kamera wirklich nicht so rüber, aber das war gerade ein ganz wilder Ritt. Das, oh. Puh. Wird geil. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Leute, ich bin vollkommen durchgenudelt. Ich muss auch zugeben, mir ist ein bisschen schlecht. Und du meintest gerade, das war jetzt die technische Sektion. Genau. Das war so ein bisschen das Entspannte. Ja. Ich werde euch jetzt hier auch nochmal einblenden, wie das in Forza Motorsport aussieht. Crazy. So Leute, Racing Paletto ist bereit für Stage 2. Da hinten fliegt irgendwie eine Drohne. Wird super. Chef sagt mir jetzt, wie ich bremsen muss. Bremspunkt, dies, das. Wird super. Da vorne fährt Dave, alter Schwede. Der gönnt sich. Mein Ziel ist da vorne. Ich will kurz auf die Toilette. Ich glaube, ich muss mich beeilen, weil es ist Stationswechsel. Gucken wir mal, wie die Toilette da vorne ist. Ah, cooles Dich, die Klo. Oh, hier steht besetzt oder was? Nee, wunderbar. Peter, deine Prognose fürs Grande Finale. Ja, es war ganz schön fertig, alleine von diesem Hinterherfahren jetzt gerade, was passiert ist. Meine Prediction ist, ich habe keine Ahnung. Ich hab Dave oder du, also da bin ich mir schon ziemlich sicher. Glaubst du die Erfahrung vor dem Jungspund? Wie haben wir sie beide? Das ist ein Vorwand von euch. Ihr habt die ganze Zeit heimlich trainiert und uns erwartet gleich so ein blaues Wunder und ihr fahrt uns in Grund und Boden. Nee. Ich habe keine Ahnung, was passiert, ehrlicherweise. Er hat noch die bessere Reflections. Er ist besser. Aber das ist die, du hast die Erfahrung. Ja, die Erfahrung und das war sind im Videospiel. Dave, ich glaube, du hast die Erfahrung und ich bin leider ein bisschen zu draufgängerisch. Ich habe so ein bisschen Angst davor, was jetzt noch kommen mag, aber ja, wir werden mal sehen. Gleich geht's um die Wurst, das große Finale. Das wird geil. Ich fahr gleich einfach nach Hause. Dann Attacke auf jetzt. Okay. So Leute, das ist jetzt die gezeitete, ist noch nicht die gezeitete, ist jetzt die Warm-Up-Lab. Eieiei, das ist ein ganz, ganz verrückter Tag, ich sage euch das. Aber ist geil. Ich versuche mich einfach zu konzentrieren, Leute, dass wir hier eine ganz nette Zeit aufs Parkett kriegen. Also ich bin definitiv kein Rennfahrer, aber es macht trotzdem einfach Spaß, hier längs zu ballern. Leute, wenn ihr selber ein bisschen ballern wollt, Forza Motorsport! Beschleunigt. Raus, rechts auf die Linie. Oha, Kurve falsch eingeschätzt, aber ist noch okay. Alles im grünen Bereich.
haben wir viel Zeit verloren. Viel Zeit verloren. Jetzt wieder raus aufs Grüne. Raus aufs Grüne, durchbeschleunigen. Das war wild. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich sitze in einem Porsche, fahre hier über eine Rennstrecke. Es ist schönes Wetter. Ich mache jetzt hier gerade die Cooldown Lab. Krass, 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 Leute. Vor 11 Jahren hat so ein Typ gesagt, oh, ich mache Videos im Internet. Vielleicht guckt sich das jemand an. Und plötzlich ergeben sich solche Möglichkeiten, solche Kooperationen. Krass. Also kann ich nicht anders sagen. Da auch nochmal ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, die dieses Event möglich gemacht haben. Tolle Sache. Wenn ihr selber mal fahren wollt, holt euch Forza Motorsport. Diese Rennstrecke ist am Start. Da könnt ihr auch selber ein bisschen ballern. Alles Wichtige in der Videobeschreibung. Oh, für Paletto geht es jetzt heute noch nach Hause. Den Porsche nehme ich direkt mit. Da sage ich, Leute, ich muss jetzt hier ganz kurz nochmal was machen. Und dann hopp. Ach, ich genieße das gerade hier einfach noch. Wunderschön hier auch in der Eifel, kann man nicht anders sagen. Oh, geiles Ding, geiles Ding. Ich gehe jetzt erstmal auf Toilette. Perfekt, danke, danke, danke. Ja, guck mal, jetzt wird hier applaudiert. Ach Mann, da werde ich ja fast rot. Da werde ich ja fast rot. Peter, hast du gewonnen? Nein. Ah. Ich habe aber ganz viele Ausreden. Ich hatte reduzierte Engine-Leistung. Oh, warum? Ja, der Porsche, weiß ich nicht warum, der hatte reduzierte Engine-Leistung. Und ich habe mein Handy die ganze Zeit im Fußraum gehabt. Oh. Das sind meine Ausreden. Ja. Trotzdem nur eine Sekunde langsamer als Dave. Geiles Ding, ich bin stolz auf dich. Dankeschön. So, wir fahren jetzt nach Hause. Ich bin wieder zu Hause und ey, ganz ehrlich, das war ein Event, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Da einfach so über den Nürburgring zu ballern, das war geil. Und wenn ihr vielleicht auch mal Bock habt, virtuell über den Nürburgring zu ballern, dann gönnt euch Forza Motorsport. Ist ab sofort erhältlich, denn im Spiel, wie ihr schon gesehen habt, gibt's den legendären Nürburgring. Auf jeden Fall, Forza Motorsport ist im Xbox Game Pass am Start, auf Xbox Series X und S, Windows PCs, Steam, sowie für Cloud Gaming in der Beta. Und ja, Leute, das war's. Geile Sache. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke an alle, die an diesem Event beteiligt waren. Es war derbe cool. Ja, euch noch einen schönen Tag. Achso, und alles Wichtige ist in der Videobeschreibung verlinkt. Leute, haut rein. Ciao, ciao.